Um einmal zum Ladegerät zu kommen für die Funkfernsteuerung. Die Staubox ist selbstverständlich dafür da, dass man auch dem Kunden einen Platz geben kann für diese wichtigen Sachen, wie zum Beispiel die Steuerung und auch die Schlüsselbunde oder der Schlüsselbund. Ganz wichtig, der Motor muss vorgeglüht werden. Hier haben wir einen Vorglühtaster, den kann ich drücken, dann sehe ich auch, dass die Lampe hier leuchtet. Und wenn die Lampe erlischt, dann ist es beendet und ich kann hier starten. Öl, Batterie und Temperatur. Das heißt, diese Leuchten sind rot gekennzeichnet. Das heißt, rot heißt immer Achtung, Vorsicht. Sollte eine von diesen Lampen leuchten, dann ist natürlich Stopp angesagt und es wird dann kontrolliert, was ist da los. Ist der Mut-Taster gedrückt, stirbt der Motor sofort ab. Habt ihr mitbekommen. Oder der Dieselmotor bleibt aus und ich speise Strom ein. 230 Volt Anschluss, um die komplette Maschine über den 230 Volt P-Antrieb zu fahren. Gleichzeitig aber auch ganz wichtig, sollte ich Strom in den Arbeitskorb gebrauchen, muss ich auch hier Strom einspeisen. Dieser Dieselmotor ist kein Stromerzeuger, er ist nur ein reiner Industriemotor. Mit diesem Hauptschalter fange ich an und schalte von 0 auf 1. Dann kommuniziert der Sender mit dem Empfänger. Dann fängt diese grüne Lampe an zu blinken. Und diese grüne Leuchte sagt mir jetzt an, dass die Funkfernsteuerung sendet. Das heißt, sie ist schon mal betriebsbereit. Ich drücke jetzt den Nottaster und dann seht ihr, dass diese Lampe jetzt ganz schnell blinkt. Das soll jetzt ein Signal sein, dass der Nottaster gedrückt ist. Das ist ein typischer Klassiker im Service, dass die Leute nicht begreifen, Nottaster raus, ist die Maschine oder ist die Funksteuerung funktionsbereit, gedrückt, selbstverständlich, ist alles unterbrochen, funktioniert nicht. Drehschalter, um ihn wieder zu entriegeln. Und hier ist ein Pull-Push-Schalter, der wird nur gedrückt oder auch wieder rausgezogen. Hier wird nicht gedreht, weil das haben wir auch schon öfter gehabt, dass man uns das hier gern kaputt dreht und intern die ganzen Lötstellen aufbrechen, weil die Leute meinen, es muss doch gedreht werden. Nein, es muss nicht gedreht werden. Ganz wichtig, solltet ihr eine Funkunterbrechung gehabt haben, sei es, indem ihr den Dieselmotor stoppt, sei es, dass ihr den Nottaster gedrückt habt, sei es, dass wir das Akku gewechselt haben, jeweils dann ist auch immer die Funkverbindung unterbrochen gewesen und ihr müsst einmal ein Reset starten. Das heißt, wir machen nichts anderes wie beim Computer auch. Wir gehen einmal wieder auf 0 zurück mit dem Drehschalter und starten wieder von 9 auf 1. Warten eben kurz ab. Jetzt sehen wir gleich, dass die Funkverbindung kommt, wenn diese Lampe jetzt als Blinklicht oder als Dauerlicht erscheinen würde. Oder erscheint, ja. Wir nehmen jetzt hier diese Funkfernsteuerung, kann sie hier einlegen. Ich kann auch den Start-Stopp des Diesels von hier aus machen. Stopp, Start des Dieselmotors. Auch hier wieder Vorglühtaste drücken, die Lampe ist an. Und ich kann jetzt hier starten. So, hier ist die Antenne, die ist auch immer schön fest. Ja, das ist keine Antenne zum Klauen, weil man sie zu Hause gebrauchen kann. Nein, ganz wichtig, auch hier bitte an dieser Antenne nicht rumspielen, geschweige denn abschrauben. Wir schalten wieder von 0 auf 1. Die Kommunikation findet jetzt statt. Die Lampe fängt jetzt an zu blinken und gibt mir jetzt an, Sender ist bereit. Jetzt kommt auch schon mein Display und auch schon meine grüne Kontrollleuchte. Und jetzt sagt mir die Funksteuerung auch schon an, Funksteuerung anmelden. Das machen wir jetzt hier mit diesem Schalter. Und ihr seht, das ist hier diese Position. Das ist eine Raute mit einem Achtungszeichen. Und ich muss jetzt die Steuerung einmal anmelden. Und schon bin ich in dem Arbeitsmenü. Ich habe die Funktionen Raupe, Bühnenfunktion, Abstützung. Da wir jetzt auf Raupenmodus stehen oder auf Raupe generell sind,
bleibe ich jetzt auf Rot und kann jetzt hier sehen, was alles aktiv ist. Ich habe hier die beiden äußeren Joysticks für jeweils vorwärts und rückwärts. Und die beiden inneren sind fürs Raupenfahrwerk verstellen, hoch und runter. Momentan sind wir hier genau in der Mitte. Und ich kann jetzt 30% in der Steigung oder im Gefälle sein. Oder jeweils 15 aufwärts und 15% abwärts. In dem Bereich muss ich mich also quasi befinden und weiß, dass ich da meine Abstützung machen kann und so meine 30% 17 Grad ausgleichen kann. Ich zeige das mal einmal. Und jetzt sehen wir schon, das sind wir jetzt hier. Ja. Da kommt auch schon ein Achtungszeichen, das signalisiert mir Vorsicht, Kippgefahr, bitte gut aufpassen, dass man das auch ernst nimmt. Vor allem, wenn man in den Arbeitskorb steht. Wird die Maschine in einem Extrembereich gefahren, nimmt die Funksteuerung raus, nimmt den Vorteil dieser guten Funksteuerung, dass ich sagen kann, ich als Bediener gehe meinen eigenen Weg und die Maschine geht auch ihren eigenen Weg. So ist es für beiden angenehmer. Ja? Wir gehen auf Raupe, dann sehen wir hier Rot. Rot finde ich hier oben auch schon mal wieder. Schildkröte für langsam und für Kraft und schnell, also Hase für schnell und halt weniger Kraft. Schalt um und jetzt kann ich auch hier in den ganz feinfühligen Bereich meine Maschine handeln.